Hallo und herzlich willkommen hier back to Wolle zum Psalm 44 aus der Volksbibel. Yay, yeah, ich höre mich auch ein bisschen erkältet an. Aber, naja, shit happens, rein geht's auf jeden Fall. Und los geht's. Wann höre ich mich mal nicht erkältet an? Kam schon ein, zwei Mal vor, von daher. Let's do it. Warum siehst du weg? Song von Koach so Söhnen zum Nachdenken. Gott, unsere Väter haben uns erzählt, was du für Wunder getan hast, als du sie groß gemacht hast, hast du ganze Nationen geschasst, keine Ahnung, was das heißt, okay, I don't know. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich kann sagen, es ist komplett falsch gewesen, aber ist auch egal. Denn nicht alleine haben sie es geschafft, das Land einzunehmen. Du hast für sie gekämpft und ihnen alles gegeben. Gott, du bist mein Präsident. Steh uns bei, hilf uns weiterhin bei allen Dingen. Durch dich werden wir Feinde besiegen, jeden Gegner bezwingen. Ich weiß, du rettest mich und ich vertraue nicht meinen Waffen. Du rettest uns vor den Feinden. Nur mit dir können wir es schaffen. Dich wollen wir loben und dir den ganzen Tag danken, dich ehren. Doch du hast uns verworfen, nicht mehr gekämpft mit unseren Heeren. Wir haben gekämpft und verloren, die Feinde haben sich gefreut. Du hast uns zur Beute gemacht und uns unter die Feinde zerstreut. Du hast uns verkauft und dabei noch nicht mal Gewinn gemacht. Du hast uns lächerlich gemacht und vor den Nationen dahingerafft. Wir sind ein Witz für die anderen, die Kopf schütteln, ein Achselzucken. Es ist so peinlich für mich, ich kann ihnen nicht mal in die Augen gucken. Denn ich höre sie ablästern, ich höre sie über uns lachen. Ich spüre täglich die Feinde und fürchte ihre Rache. Dies alles mussten wir ertragen, doch wir haben an dich geglaubt, immer an dir festgehalten und dir immer vertraut. Selbst als wir merken, wie du uns zerschlagen hast, als du uns fallen gelassen und nicht mehr getragen hast, haben wir zu dir gehalten, haben an dich geglaubt in unseren Herzen. Denn wir wussten, du kennst uns, würdest jeden Misstrauen merken. Ja, deinetwegen werden wir gekillt, werden behandelt wie Schlachtvieh. Ich frag mich, ob du wach bist, denn eigentlich schläfst du doch nie. Warum guckst du weg, siehst du nicht, wie wir hier leiden? Willst du weiterhin jeden Kontakt zu uns vermeiden? Denn wir sind schon ganz unten, unser Bauch liegt auf Erden. Steh auf und hilf uns und lass uns bitte nicht sterben. Das war der Psalm 44 aus der Volksbibel. Schon krass, beziehungsweise was sie vorher gesagt haben, dass Gott die ganze Zeit über mit ihnen war. Richtig krass, als ungefähr auch mit geholfen hat und sowas. Sie hier auch nicht auf ihre Waffen vertraut haben, sondern auf Gott vertraut haben. Und dann sie halt irgendwann auf die Fresse bekommen und jetzt halt fragen, was ist jetzt los? Warum kriegen wir jetzt gerade auf die Fresse so? Im Groben und Ganzen, das ist das halt so gerade. Manchmal schon eine gute Frage, weil es gibt schon manchmal halt Höhen und Tiefen im Leben. Die haben wir ja alle. Zum Beispiel, ich bin jetzt halt auch gerade halt erkältet. Das könnte ich ja auch sagen, das ist ja voll scheiße. So. Warum bin ich jetzt gerade erkältet? So, aber ich kann einfach sagen, okay, nehme ich mit. Manchmal ist Erkältung auch gut. Zum Beispiel, ich habe jetzt in den letzten paar Wochen relativ viel geschlafen. Das ist zum Beispiel auch nicht unbedingt verkehrt, weil es zum Beispiel auch den Körper auch regeneriert, so wenn man halt mehr schläft und sowas. Daher kann das schon manchmal ganz angenehm sein. Einmal zu viel schlafen, was doof, wenn man pennt den ganzen Tag. Aber naja, das gibt nur so Höhen und Tiefen und so. Und manchmal gehören die auch zum Leben dazu. Manchmal gehört auch Krankheit zum Leben dazu, das auch als tief gesehen werden kann. Zum Beispiel, gut, ich rede von der Erkältung so ungefähr. Das ist natürlich kein krasses Tief, aber es gibt natürlich auch tiefere Tiefs als eine Erkältung zum Beispiel. Gut, das wollte ich nur mal kurz so mit sagen. Manchmal haben wir Höhen, manchmal haben wir Tiefen. Einfach immer weiter bei Gott dranbleiben, beten, durchziehen. Und dann, denke ich mal, wird auch schon irgendwas Geiles dabei rauskommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, sagt ihr auch schon der Actu Wolle und bleibt natürlich alle gesund und behütet. Ciao!